Ich heiße euch recht herzlich willkommen, liebe kampflustige und streitsüchtige Leute. Das müsst ihr nämlich sein, denn sonst hättet ihr sicher nicht Smash eingeschaltet. Heute werden wir mal, wie schon angekündigt, den klassischen Modus bestreiten. So, ups, jetzt ist das blöde Gamepad angemeldet. Aber ich spiele natürlich mit dem GameCube-Controller. So, tolle Melee-Musik. So, das ist der erste Super Smash Part nach meiner 15-Minuten-Grenze. Das heißt, ich kann mir auch richtig viel Zeit lassen. So, wen nehmen wir denn? Natürlich einen, mit dem wir da noch nichts haben. Pikachu habe ich schon. Meta Knight, nee, das will ich jetzt nicht. Wer war das? Falco? Wie wär's mit Falco? Nehmen wir Falco? Wir nehmen Falco. Warum nicht? Kommt ja auch bald der Amiibo raus und dann... Ja, so. Ich habe das Ganze schon öfter auf 9 geschafft. Am besten war ich mit Roy, wie ihr hier seht. Und wir versuchen jetzt wieder mit der Schwierigkeitsstufe Top Elite, also Stufe 9, unser Bestes. Aber ich werde das nicht schaffen auf 9. Bestimmt nicht. Denn das ist ja echt sehr schwer. So, im klassischen Modus geht es einfach daran, ein paar Kämpfe zu machen und dann einen Bossgegner und dann bekommt man eine Trophäe. So, hier in der Wii U-Version kann man sich seine Gegner selber aussuchen. Eine verschiedene Anzahl an Gegnern ist auch vorhanden. Also auch 8 bis zu 8 Kämpfer können an einem Kampf teilnehmen und ja, ich denke mal, wir nehmen jetzt einfach mal Captain Falcon. Ja, es gibt auch viele Achievements, also so da oben können wir noch eine zusätzliche Belohnung gewinnen beim Glücksrad. So, es gibt auch ein Achievement, nachdem man also wie nennt man das hier die Achievements Meilensteine, genau. Man darf kein einziges Leben verlieren. Das will ich auch eines Tages schaffen. Also, kein Leben verlieren. Man sieht, ihr seht, ich habe 2 Leben. Und ich darf in keinem Kampf auch nur ein Leben verlieren. Das ist das ultimative Achievement hier. Items sind ein. Komm, Takumaru. Takamaru, Tatsumaru, Tak. Tashumaru. Alter! Lol, okay, er wurde von einem Gleiter erwischt. Armer Captain Falcon. So, hier können wir mal unsere Belohnungen sehen. Bisher haben wir uns 902 Gold plus diese 204 Dinger hier verdient. Aber die hier sind, also da, wo die Belohnungen, die hier sind, wo auch die 240 Münzen sind, die können wir verlieren. Also wenn wir einmal sterben, dann werden uns Belohnungen gestrichen. So läuft der Hase hier. So, jetzt sind schon ein paar Kämpfe weniger. Wen nehmen wir jetzt? Wir nehmen mal das hier in der neuen Mario Maker Stage. Die habe ich euch auch schon gezeigt. Teamkampf. So, da wir können jetzt aus allen Leuten, die wir bereits besiegt haben, einen Teampartner wählen. Da wir bisher nur gegen Captain Falcon gekämpft haben, wird der unser neuer Teampartner. Gegen Schulk und Mario. Ah, cool. Spezialticket. Das zeige ich euch auch mal. So. Oh, seht mal. Hier sind so Schrägen möglich, aber im echten Mario Maker nicht. Bisher noch nicht zumindest. Geh weg, Captain Falcon. So gut. Hey. So ziemlich ausgeglichen. Schulk hat noch ziemlich wenige Prozent. Okay, ich bin alleine. Ich werde abgezogen jetzt. Nein! Okay, damit wäre das Achievement kein Leben verlieren schon mal Geschichte. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich auch nicht sterbe. Ja, wie ist der...
Nice, voll weggeballert. Ja, schade jetzt natürlich, dass ich gestorben bin, aber Hauptsache ich habe den Kampf überhaupt geschafft. Und zwar auf, 9. Ja, jetzt haben wir da unten schon 1500 Goldstücke. Wird natürlich immer mehr. So, jetzt ist nur noch ein Kampf hier übrig. Wird wohl ein Viererkampf auf der Mega Man Stage. Dr. Wilys Schloss. Na gut. Pikachu! In der 3DS-Version ist der Klassisch-Modus ein bisschen anders. Also, man kann auch so Wege gehen. Und dann halt, ja, eigentlich fast genau gleich, nur dass man halt nicht so sehr auswählen kann, welche Kämpfe und so. Aber sie ähneln sich schon sehr. Und früher war der Klassisch-Modus ganz anders, da konnte man gar nicht aussuchen. Ja, mach doch! Komm, explodier! Nice, genau so wollte ich das. So, den Yellow Devil. Den möchte ich natürlich auch besiegen. Denn die Explosion, die dann dadurch entsteht, die wird demjenigen zu eigen gemacht, der den besiegt. Und in dem Fall war es ein Computergegner. Ich glaube, Pikachu war es. Lass jetzt bloß nicht reingehen. Dr. Kawashima ist auch hier. Einfach aufpassen. Ich hasse Mathe. Geh weg. Mr. Game & Watch ist auch besiegt. So, lief doch ziemlich gut. Ja, seht mal, das bekommen wir alles. Leider habe ich die ganze Trophäen schon. Und wir haben schon über 2000 Goldstücke in unserem Topf. So. Hoffentlich bleiben wir so erfolgreich. In your face, Mr. Game & Watch. Ja, Leute, bald kommt Cloud. Ihr wisst es bestimmt schon in Super Smash Bros. Ich freue mich schon so. Das wird so toll. Werde ich natürlich auch hier zeigen und so. So, Einzelkampf, nee, ist langweilig. Machen wir mal einen Dreierkampf. Auf der Brücke von Eldin aus Twilight Princess. Und bald auch Twilight Princess HD. So Dinger, so. Ausrüstungsgegenstände kann man immer brauchen. Will ja auch mal alle haben. Das ist aber sehr zeitaufwendig. Aber in der 3DS-Version habe ich sie tatsächlich schon. Da gibt es auch so einen Modus. Da kann man die sehr leicht farmen. Nice! Beide. Erwischt. So, Falco hier. Star Fox Zero erscheint zwar erst im April, aber jetzt kann sich Falco ja schon ein bisschen aufwärmen. Nice, Pac-Man. Ja, klar. Ja, ich hab doch den unten Attackendings eingesetzt. Unten Attackendings. Was für ein Name. So, der Falke hat gewonnen. So. Leider keine neue Spezialattacke, aber dafür so ein Schutzpaketten-Dings. So, der letzte Kampf, reguläre Kampf, findet in Pac-Man Stage gegen Rosalina statt. Also ist echt immer alles Zufall generiert. Es kann auch sein, dass mal ein Gegner groß ist oder aus Metall. Oder dass das mal ein Teamkampf 4 gegen 4 ist. Oder das ist echt immer... Immer wenn man den klassischen Modus spielt, ist da... Es wird nie langweilig. So. Den Kampf schaffen wir doch locker. Ihr Luma ist schon tot. Nur weil du jetzt in dem neuen Mario Tennis als spielbarer Charakter auch noch da bist. So, ich sagte doch. Damit haben wir eigentlich alle Kämpfe ganz gut gemeistert, finde ich. Und schon über 3000 Goldstücke verdient. So, jetzt heißt es, gegen Mii-Charaktere anzutreten. Wie viele sind das gerade nochmal?
ich glaube 10 oder 20 davon. So. So, entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber es sind wohl, soweit ich das jetzt zählen kann, tatsächlich 20 Mii-Charaktere, gegen die wir kämpfen. So, so sieht das Ganze aus. Garfield. Natürlich kann, sind die jetzt nicht so stark wie normale Gegner. Die fliegen auch viel weiter, leichter weg. Das sieht man schon hier. Aber das ist ja auch gut so, anders könnte man das gar nicht schaffen. Stellt euch mal vor, jeder Gegner hier wäre so stark wie, wie sonst wäre. So, mehr als die Hälfte haben wir schon mal down gekriegt. Oh, Falco eignet sich ziemlich gut für die, da. Also, das kann man ruhig so festhalten. Boah, wo bin ich? Wo bin ich? Ah, ich bin tot. Egal. Ja, ihr seht schon, wenn man echt kein Leben verlieren will, dann spielt doch sehr viel Glück eine Rolle. Aber jetzt haben wir das auch geschafft. Also auch sehr viel Itemglück spielt eine Rolle. So, schon über 4000 Gold. So, jetzt kommt der letzte Kampf und zwar, wie in jedem Smash-Spiel, findet der Kampf gegen... Na? Gegen Meister Hunt statt. Und er bringt seinen Kumpel Crazy Hunt mit. Auf leichteren Schwierigkeitsstufen ist Crazy Hunt dann nicht dabei. So, die haben jetzt KP und keine Prozent. Also, wenn ich sie schlage, dann verlieren die Leben. Oh. So, es ist jetzt ganz wichtig, dass ich nicht... Nein, ich hab's verkackt. Okay, das kann ich schon vergessen. So, jetzt habe ich die nämlich besiegt. Aber jetzt verwandelt der sich in ein noch grässlicheres Monster. So, jetzt geht der echte Kampf erst richtig los. Und da ich jetzt ohne Grund ein Leben verloren habe, ist es fast besser, dass ich jetzt wieder ein Leben opfere. Also, dass ich jetzt einfach runterspringe, denn das braucht man hier einfach. Hier seht mal, wie stark das Vieh ist. Crazy Fortress. Das kann ich vergessen. Ja, jetzt hat er mich eh, jetzt wird er mich rausschleudern. Noch nicht. Okay, ich bin wieder in ihm drin. Da kann ich vergessen. Bring mich bitte gleich um. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Der hat... Also der okay, er zeigt doch keine Gnade. Naja, ist aber gut, denn wir haben ja schon ein Leben verplempert. Jetzt werden wir leider auf 8,5 zurückgestuft, aber macht ja nichts. Also Schwierigkeitsstufe 8,5. Wir haben Geld verloren und andere Belohnungen. Aber wir wollen das ja trotzdem noch schaffen. So, keine Zeit, nicht viel Zeit mit denen verschwenden. Einfach schauen, dass die jetzt... Muss die auch gar nicht besiegen. Ja! Nein, lass mich los, du Trottel! Das ist doch Hand in Hand hier! Was? Boah, das... Das ist irgendwie passend. Alter. Da haltet ihr wieder zusammen, ihr blöden Hände. So, jetzt aber. Ich habe schon sehr hohe Prozent. Das wird wohl wieder nichts in dem Versuch. So, da ist das Vieh wieder. Einfach angreifen.
Ja, wie hätte ich dem Scheiß auch ausweichen sollen? Na toll, vielen Dank. Ja, passt schon. Seinen bescheuerten Händen. Okay, er ist besiegt. Aber jetzt verwandelt sich der Arsch natürlich. In einen Skorpion oder was das ist. Master Beast. So, besiegt. Aber natürlich verwandelt er sich nochmal. In ein Schwert. Okay, besiegt, besiegt. Aber er verwandelt sich nochmal. Und zwar in uns. In eine Schattenversion von uns. Die auch viel stärker ist. Toll. So, wir werden auf 8 zurückgestuft. Schön. So. Heute ist nicht mein Tag. Ja, lach nicht so. Die haben natürlich auch immer mit sinkender Schwierigkeitsstufe weniger KP. KP. So, schon besiegt. Gut, gut. Jetzt läuft's gut. Ja, komm. Die natürlich auch, die halten jetzt auch weniger aus, die einzelnen Formen. So, besiegt. Jetzt kommt das Biest wieder. Ich habe noch beide Leben. Das sieht gut aus. Das hat gesessen eben. Okay, jetzt zieht mich das Ding aber ab. Gut, gut, gut. Das Schwert kommt schon. Das ist gut. Okay, aufpassen. Gut ausgewichen. Wow, das war auch wieder knapp. Gut, besiegt, besiegt. Jetzt kommt der Riesenfalko. Okay, komm, komm. Alter, du blöder Drecksack. Geh sterben. Er wird immer kleiner mit jedem Schlag. Seine Macht schrumpft, man merkt schon langsam. So, stirb. Sterben sollst du. Besiegt, du Bitch. Endlich. Sag dich, besiegt. Natürlich hat er noch eine Form. Und diese Form ist ein ganzes Labyrinth, verdammt! Jetzt geht's nämlich erst richtig los, Leute. Weg mit euch. Wir müssen jetzt seine Herzen töten. Seine Energiequellen. Und die Gegner, die sind doch eine ziemliche
Plage hier. So, diese gelben Stellen hier auf keinen Fall berühren, denn das ist so eine Art Lava. Wenn man 100% hat und die berührt, dann ist man tot. Und sie schaden einem auch so. So, die Gegner werden aber sofort sterben. Das ist unser Vorteil. So, die Blumen auf jeden Fall mal töten. Ja! Gut, 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 gut. Wo bin ich? Nein! So ein Scheiß. Boah, echt so ein Betrug. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das Labyrinth jetzt noch auftaucht. Und es taucht natürlich nur auf den höchsten Schwierigkeitsgraden auf. Ja, lach nicht so blöd, Mann. Ja, toll, jetzt kann ich den ganzen Scheißkampf wieder machen. Was hat das Entwicklungsteam denn geraucht, als die den Boss gemacht haben? Aber wie, ihr habt ja gesehen, man kann es schaffen und ich habe es auch schon öfter geschafft. Auf 9. Das Achievement mit nur einem Leben, das ist unmöglich. Also, ich den Traum, dass ich das mal schaffe, das kann ich mir gleich aus dem Kopf schlagen. Gut, das große Ding kommt nach wie vor. Das ist, glaube ich, auch ein Achievement, den Modus auf Stufe 9 zu schaffen. Aber das habe ich ja schon geschafft. So, weg mit dir. Das hat gesessen. Besiegt jetzt das blöde Schwert. Okay. Nein, natürlich konnte ich mich nicht mehr retten. Heute bin ich auch echt schlecht. So, besiegt, Falco. Komm runter. Also wie gesagt, das ist auch schwieriger als in der 3DS-Version. Danke. Geh weg. Besiegt. So, jetzt bin ich gespannt, ob das Labyrinth noch auftaucht. Nein. Ja, tut mir leid, dass ich es euch jetzt nicht zeigen kann. Aber vielleicht ja mal wann anders. Naja, wir waren, wie ihr da oben in der Smash-Fertigkeit lesen könnt, immerhin besser als mehr als 100.000 Leute. Das ist ja auch schon mal was. Boah, das ärgert mich jetzt. So, jetzt haben wir seine Hauptenergiequelle zerstört. Und jetzt ist er dann tatsächlich kaputt. So, seht mal, was uns jetzt alles gestrichen wurde. Natürlich auch weniger Gold und toll. Naja. Schön. Yeah. Dafür bekommen wir eine tolle Falco-Statue. Macht sich gut hier. So, jetzt natürlich wieder die Credits. Einfach versuchen, hier das Bild im Hintergrund aufzudecken.
habe ich auch schon mal geschafft, ist auch ein Achievement wert. Das sind mal kreative Credits. In den alten Smash Bros. Teilen, da war es immer ein Shooter. Aber hier kann man jetzt tatsächlich selber die Steuerung übernehmen. Und die Treffer, also die Prozent, bekommen wir dann als Münzen. Also wir bekommen so viel Münzen, wie wir Prozent von dem Bild freigelegt haben. Items kommen hier auch. In der 3DS-Version gibt es keine Items hier. Also ist es da schwieriger. Aber mit Mario habe ich es mal geschafft. Also falls ihr mal Tipps braucht. Einfach immer da schlagen, wo... Also die Namen, die springen dann in den Hintergrund und ich müsste einfach immer da schlagen. Ja, wo halt noch was frei ist und dann geht das da nach hinten. Früher habe ich das nie gecheckt und dann habe ich einfach willkürlich überall geschlagen. Ja, das ist auch dumm, ich weiß. So, 96% haben wir schon. Hier noch was. Wo ist denn noch was? Ah, hier. Komm. Da ist auch noch was. Da oben auch noch. Schade. Nur noch dieses kleine Stück hier. Naja, 99 Münzen bekommen wir. Toll. Noch ein kleines Video. Yeah. Und somit haben wir den klassischen Modus mit Falco geschafft. Wir haben eine Trophäe bekommen, die sehen wir uns gleich an. Jetzt gehen wir mal in den Laden rein. Irgendeine neue Trophäe. Ja, eine DK-Trophäe. Denn wenn man, ich glaube, 700 Trophäen hat, bekommt man auch ein Achievement frei. So, hier könnt ihr das lesen. Der ehemalige Anführer einer Gang, Top-Pilot und Kamerad von Fox, macht immer einen recht coolen Eindruck. Doch in Falco Lombardis Inneren lodert die Leidenschaft. In diesem Spiel besticht er durch hohe Sprünge sowie Angriffe aus der Luft und überrascht seine Gegner mit dem blitzschnell ausgeführten Reflektor. So, zuerst kam er in Starving vor, das im Juni 93 rauskam und dann auch noch in Lilith Wars, also Star Fox 64. Kann auch nur zoomen und näher begutachten und so. Und auch noch andere Sachen mit der Trophäe anstellen. Das zeige ich aber euch aber nicht heute. So, da ich dauernd von Achievements rede, zeige ich euch auch noch kurz die Meilensteine, was mir so, noch so fehlt und was ich noch so erreichen will. Ich habe noch keinen Hammer eingesetzt. Die Hammer, mit den Hammern kann man nämlich die Achievement freiklopfen. So, das hier habe ich gemeint. Ah, da bin ich auch dran. Aha. Mhm. Aha. Mhm. Ja, das schaffen wir auch irgendwann. Oh, Alter. Mit Marv. Oh Gott. Rechnen. Okay. Ja. Auf allen Stages. Was spinnt ihr? Oh Gott. So, alles Arbeit natürlich. Okay, das ist eher leicht. Dann fehlt mir noch das. Ja. Mehr fehlt mir nicht. Und irgendwann habe ich das bestimmt komplett. Und vielleicht werde ich das dann doch mit einem Hammer aufklopfen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich es schaffen kann. Ja, Leute, das ist jetzt mal alles für den Moment. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Part gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr euch ja auf einen anderen Part von mir freuen. Auf ein anderes Video, das ihr ja dann anklicken könnt und anschauen könnt, wenn ihr wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bald. Ciao, Leute. Und...
Denkt immer dran, Cloud ist unterwegs. Yeah!